Ja, wir sind zurück zum VMW Expert Talk mit Irene und Björn zum Thema Kulturwandel im Rahmen von Applikationsmodernisierung. Ja, VMW hat ja im Frühjahr diesen Jahres eine Studie in Auftrag gegeben, wonach 78% aller Unternehmen tatsächlich das Thema digitale Transformation schon als ihr Top-Thema auf der Agenda haben. Die Studie hat allerdings auch gezeigt, dass nur 48% dieser Unternehmen tatsächlich im letzten Jahr auch wirklich einen Fortschritt in diesem Projekt erzielen konnten. Jetzt begegnet ja VMware mit Tanzu, also einem eigenen Set an Solutions, dieser Herausforderung. Warum ist das gerade für den Markt so spannend, Irene? Also, wir haben schon gesprochen über das Thema digitale Erfahrung zur Verfügung stellen, digitale Erfahrungen, die konkurrieren. Das heißt, die digitale Erfahrung ist ein Wettbewerbsfaktor. Und die Unternehmen möchten gern in Innovation einsteigen, und um eben sich da gut zu positionieren. Jetzt startet ein Innovationsprojekt in einem Unternehmen und dann geht es nicht weiter. Das erleben wir häufig, dass Kunden da ganz schnell diese Geschwindigkeit lässt nach. Es liegt einfach daran, dass am Anfang sehr viele komplexe Entscheidungen getroffen werden müssen, die auch in die Zukunft eine große Auswirkung haben. Und damit tut man sich natürlich nicht leicht, ganz klar. Jetzt gibt es ja auch die VMware Pivotal Labs. Was spielen die da für eine Rolle in dem Zusammenhang? Ja, schön, dass du das fragst. Das ist nämlich genau der Punkt, an dem unsere Spezialisten aus den Pivotal Labs das Unternehmen abholen. Und wir haben da in den letzten 30 Jahren wirklich viele sehr renommierte Unternehmen weltweit durch solche Innovationsprojekte begleitet und mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Und wir sind da sehr stolz auf unsere Methode. Ja, was ist denn das Besondere an dieser Methode? Das ist eine Zusammenstellung verschiedener Komponenten. Ich hebe jetzt mal zwei hervor. Und zwar das eine ist das Pairing. Das Pairing bedeutet, dass einer unserer Spezialisten genau mit einem Kunden zusammensitzt und durch das gesamte Projekt hin zusammenarbeitet und wirklich eins zu eins das Gleiche macht. Das etwas anderes, ein anderer wichtiger Aspekt ist Test-Driven Development. Das heißt, wir werden der Endnutzer der Software, derjenige, der am Ende das konsumieren soll, der ist der Qualitätsfaktor in diesem ganzen Prozess. Der wird immer wieder herangezogen. Man hat immer ein Spiegeln mit der Realität. Das ist das, was hier wirklich entwickelt werden sollte. Und das Ergebnis ist dann, wenn unsere Spezialisten aus dem Unternehmen gehen, dann bleibt die Innovation weiter und das Unternehmen kann einfach in dieser Geschwindigkeit und mit dieser Methode für sich selbst weitermachen. Ja, als zugezogener Niedersachse habe ich ein tolles Beispiel direkt vor der Haustür. Wir haben das mit Volkswagen vor einigen Jahren gemeinsam durchgemacht. Volkswagen hat ein Digital Lab aufgebaut auf dieser Pivotal Labs Methodik, hat diese ganze Methodik adaptiert und so zu eigen gemacht, dass das jetzt quasi in ein eigenes Zentrum überführt wurde, was mittlerweile repliziert über mehrere Standorte in Europa verteilt nach dieser Methodik arbeitet, wo wir aber gar nichts mehr mit zu tun haben. Sprich, diese Methodik zu übergeben, Enablement zum Selbstdurchführen dann quasi erfolgt ist. Das heißt aber letztlich auch, dass ein Wandel stattfinden muss in Bezug auf Innovation und Entscheidung. Genau, also das bedeutet, in dieser Art zu entwickeln, ist das Ziel, mehrmals täglich Code zu releasen oder zumindest mehrmals wöchentlich. Die Menschen, die entscheiden, dass dieser Code reif ist, um in die Entwicklung zu gehen, das ist das Entwicklungsteam selbst. Und es ist nicht mehr eine Management-Ebene, die jetzt einen großen Haken an so ein großes Release macht. Ja, das ist ein Kulturwandel, das ist, ja. Was sich gleichzeitig damit ergibt, ist, dass das Risiko massiv runtergeht. Weil in dem Moment, wo ich häufiger kleine Softwarestücke release, habe ich ein viel geringeres Risiko, als wenn ich das nur einmal im Jahr mache. Ne? Wie man das vielleicht bei traditioneller Software gewohnt ist. Ne? Da ist der Entscheidungshorizont ist viel länger und das Risiko entsprechend viel größer. Aber das ist halt ein Thema, das trifft nicht nur Innovationsprojekte, sondern auch Modernisierung von bestehenden Applikationen. Diese Applikationen schneller tatsächlich zu aktualisieren und schneller zu modernisieren. Ich habe das letztens von einem Chief Digital Officer gehabt, der hat das schön zusammengefasst, dass man raus möchte aus diesem Modus 6 Monate Managemententscheidung und dann 1 Monat Umsetzung hin zu das Management entscheidet vielleicht 1 Monat, wenn das eine komplexe Thematik ist, aber man ist dann 6 Monate in der Umsetzung und tatsächlich auch im Einholen von Feedback von den Nutzern, um zu sehen, ob das tatsächlich erfolgreich ist. Das heißt also, Kulturwandel, das heißt Menschen und Prozesse zu betrachten, ist ein ganz wichtiger Faktor beim Thema Applikationsmodernisierung, aber natürlich auch die Technologie. Und mit der beschäftigen wir uns in der nächsten Episode.